Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Charttick. Wollen wir die Woche anfangen mit der Aktie der Commerzbank? Die kommt heute deutlich unter Druck. 1,4% geht es da unten bis auf 14,13 €. Immerhin hält hier die 14-Euro-Marke noch. Wir haben es ja heute allgemein mit einem sehr schwachen Markt zu tun. Was hier vielleicht aber auch noch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass die Société Générale verkündet hat, dass man absolut kein Interesse daran hat, die Commerzbank zu übernehmen. Der deutsche Markt für Privatkunden sei hier einfach zu wenig profitabel. Das kommt natürlich auch noch ein bisschen hier hinzu. Das trübt das Chartbild jetzt nicht wirklich dramatisch ein. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Aktie sich jetzt etwas deutlicher über der 14-Euro-Marke hätte halten können in den nächsten Tagen, als hier vor kurzem der Ausbruch geglückt ist, war das ja ein sehr starkes Kaufsignal, worauf der Markt wirklich lange gewartet hat. Wenn man sich mal hier die Seitwärtsspanne anschaut, hier zwischen 12 und 14 Euro, in der die Aktie eigentlich das komplette Jahr, also das erste Quartal, sich aufgehalten hat. Das ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie das jetzt hier weitergeht. Sollte die Aktie wieder unter 14 Euro fallen, wäre das natürlich kein besonders gutes Zeichen. Wäre natürlich jetzt auch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Das wäre erst der Fall, wenn es wieder unter 12 Euro geht. Da steht aber gerade gar nicht zur Debatte. Der Aufwärtstrend ist natürlich weiterhin nach wie vor intakt. Aber das sollte man sich hier schon nochmal gut anschauen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Sollte es der Aktie gelingen, sich hier nachhaltig über der 14-Euro-Marke jetzt zu halten, dann stehen die nächsten Kursziele hier schon ein ganzes Stück weiter oben, hier im Bereich von 16 Euro bis 16,50 Euro liegen dann schon so die nächsten Anlaufmarken für die Aktie. Bleiben wir in der Branche, schauen wir uns auch die Aktie der Deutschen Bank an. Hier hat der Aufsichtsrat nochmal betont, wie sehr er hinter dem Führungsduo Fitschen und Jane steht. Insbesondere Fitschen, hier hat Paul Achleitner Sorge haben, dass er möglicherweise wegen versuchten Prozessbetrugs hier in der Kirchangelegenheit angeklagt wird. Aber der Aufsichtsrat hat betont, man steht hier ganz klar geschlossen hinter dem Vorstand. Für die Aktie geht es im schwachen Gesamtmarkt natürlich heute auch noch unten. 1,1% bis auf 32,53 €. Der kurzfristige Abwärtstrend der Aktie, hier vom Hoch bei 40 Euro, der ist ja kurzfristig jetzt mal drüber hinaus geklettert, testet ihn jetzt aber wieder von oben an. So das Ausbruchslevel ist hier so die Marke knapp über 32 Euro. Es war ja schon ein bisschen fraglich, wie nachhaltig dieser Ausbruch ist, ob das hier wirklich die Trendwende, also die kurzfristige Trendwende sein könnte. Danach sieht es jetzt gerade nicht mehr aus. Sowieso wäre die ganze Angelegenheit viel klarer, wenn es der Aktie gelingen sollte, wieder über 34 Euro zu klettern. Das wäre ein viel eindeutigeres Zeichen, als jetzt über diesen kurzfristigen Abwärtstrend zu klettern, was natürlich auch schon wichtig ist. In dem Fall würde sie aber hier bei 34 Euro auch den 38-Tage-Trend wieder zurückerobern können und vielleicht auch den 90-Tage-Trend wieder ins Visier nehmen. Also 34 Euro wäre hier auf jeden Fall so eine Entscheidungsmarke. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass es nicht mehr unter 32 Euro geht. Schauen wir uns heute auch die Aktie von Daimler an. Hier steht ja am Mittwoch die Hauptversammlung ins Haus und im Vorfeld haben Fondsmanager ein bisschen für Unruhe gesorgt. Sie wollen nämlich, dass der Vorstandschef Dieter Zetsche etwas entmachtet wird. Er ist ja nicht nur Vorstandschef von Daimler, sondern auch von der Autosparte Mercedes-Benz. Und das ist den Großaktionären einfach ein bisschen zu viel Macht. Sie sind noch nicht ganz so hundertprozentig zufrieden mit der Bilanz, obwohl es für die Aktie ja und auch von der Bilanz her ist ja auch nicht dramatisch sehr gut gelaufen ist. In den letzten Tagen insbesondere. Aktie ist ja hier auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert, bei 71,27 € geklettert, kommt natürlich heute auch ein Stückchen zurück hier in den Bereich von 69,88 €. Der Aufwärtstrend ist natürlich auch nach wie vor intakt damit. Zuletzt gab es ja auch sehr positive Meldungen von Daimler. Man hat im März tolle Absatzzahlen in den USA vorweisen können, hat sogar einen Ticken mehr verkauft als BMW und VW. Trotzdem hat BMW im Premium-Segment immer noch etwas die Nase vorne. Aber was den Chartverlauf angeht, dürfen sich die Großaktionäre hier eigentlich nicht besonders beschweren. Sollte sich dieser Aufwärtstrend jetzt so weiter fortsetzen, ist auch das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2007, das haben wir hier leider nicht mehr mit drauf, das liegt bei 78,58 €, gar nicht mehr weit entfernt und das sollte dann auf jeden Fall so die nächste Anlaufmarke für die Aktie werden. Könnte vielleicht ein kleines bisschen schwierig werden, aber auf jeden Fall angesichts dieses Aufwärtstrendskanals wäre das so die nächste Marke. Zum Schluss noch ein Blick auf die Aktie von Talanx, die kommt heute auch ein bisschen zurück, 0,5% bis auf 26,47 €. Aber wir sehen ja, wie stark die Aktie am Freitag gelaufen ist. Von daher ist es auch okay, dass es heute mal wieder ein kleines Stückchen zurückgeht. Das tut dem Chart auf jeden Fall nicht besonders weh. Vor kurzem ist der Aktie hier der Ausbruch gelungen aus dieser monatelangen Seitwärtsphase, in der sie sich hier befunden hat. Leicht abgerichtete Tendenz. Hier war so das Ausbruchsniveau im Bereich von ungefähr 25,50 €. Dann ist auch noch das alte Allzeithoch hier bei 26,50 €.
Euro rausgenommen worden, hat auch nochmal für zusätzliche Impulse gesorgt. Dann gab es auch noch eine Kaufempfehlung von JP Morgan. Das Kursziel erhöht von 24,50 Euro auf 30,20 Euro. Und in der Tat, Kurse im Bereich von 30 Euro sind hier auch die nächste Anlaufmarke für die Aktie, also das nächste Kursziel, wobei man sich auch angesichts dieses steilen Anstiegs in den letzten Wochen ein bisschen auf einen kleinen Rücksetzer gefasst machen muss. Solange es aber nicht mehr deutlich unter 26 Euro geht, ist das aber wirklich nicht besonders dramatisch. Ja, das war der Charttick auch schon wieder für den Moment. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch später wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.